Leute, heute reden wir über eine Legende, die laut Dataminern und meiner Meinung nach eigentlich schon lange hätte released werden müssen. Eine Legende, eine Supporter-Legende, so ähnlich wie Lifeline, weil wir brauchen bei über 20 Legenden endlich mal wieder eine Legende, die auch irgendwie entweder auf Heilung geht, auf Schilde geht und so weiter und so fort. Und die letzte reine Supporter-Legende, und ich rede jetzt nicht von der Charakterklasse Supporter-Legenden, wo Lifeline, Loba und Mirage und noch ein, zwei andere drin sind. Darum geht es nicht. Es ist wirklich rein die Supporter-Legende Lifeline, Loba. Loba war die letzte reine Supporter-Legende. Und das ist, ich muss euch nicht sagen, wie lange es her ist. Es ist verdammt lange her. Und deswegen muss man wieder eine neue Legende her, die supporten kann. Und Uplink ist die Legende, um die es heute geht. Warum reden wir heute über Uplink? Denn es gibt neue Leaks über die Legende, die besagen, dass diese Legende unter einem anderen Namen released werden soll. Und jetzt habe ich eine ziemlich verrückte Vermutung. Ich zeige euch erstmal einen Screenshot von Uplink, weil Uplink haben wir in einem Trailer schon mal gesehen. Ist auch schon einige Monde her, ist in einem Lazarett, wo gerade auch Lifeline und Octane sind. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das dieser Trailer, wo dann auch Octanes Vater noch dazukommt und so weiter und so fort. Ich rede jetzt aber nicht weiter über den Trailer, aber Uplink ist keine unbekannte Person für uns. Und jetzt ist das Kuriose, da wir in Season 19 eine neue Support-Legende bekommen soll, die Conduit heißt, die reine Support-Fähigkeiten hat. Alle drei Fähigkeiten gehen auf Schildregeneration, sowohl für dich selber als auch für die Teammates. Extrem stark, aber als ich Conduit vor einigen Wochen oder so vorgestellt habe, habe ich auch nochmal geäußert, dass das meiner Meinung nach für eine Legende alle drei Fähigkeiten nur auf Schild einfach too much ist. Und jetzt ist meine Vermutung, die habe ich nirgendwo gelesen, das spinne ich mir jetzt einfach selber zusammen, eben bei der Fakt, der Leak, Uplink kommt unter einem anderen Namen, dass Conduit und Uplink vielleicht ein und dieselbe Person werden mit diesem Aussehen. Da bis heute nicht bekannt ist, ob Conduit weiblich oder männlich ist, könnte das die perfekte Lösung dafür sein, dass Conduit und Uplink jetzt dieselbe Person werden und eine heftige Support-Legende. Und es könnte auch Sinn machen, weil irgendwo habe ich das Gefühl, dass Respawn jetzt nicht so ganz mit dem Release der Legenden hinterherkommt. Denn natürlich hat Respawn vor langer Zeit gesagt, irgendwann sind wir an dem Punkt angelangt, es gibt keine neue Legende. Das hatten wir schon mal und das bekommen wir jetzt in Season 18 nochmal mit der absolut kreativen Idee, Revenant Reborn als eine neue Legende zu verkaufen, was schon eigentlich schwach genug ist. Aber es gibt hier und da Probleme, dann kriegen wir in Season 19 keine neue Map, weil Probleme, Engine Update und so weiter. Und so ist es vielleicht so, dass jetzt mittlerweile Respawn so viele Legenden in petto hat, die mit dem Release aber nicht hinterherkommen, weil ständig Probleme sind, dass wir aus zwei Legenden eine machen, eine fette Support-Legende. Und ich möchte euch jetzt einfach mal sagen, was für krasse Fähigkeiten Uplink eigentlich hat oder geleakt wurden. Und ich glaube, dass vielleicht die Legendenfähigkeiten von Uplink und Conduit so ein bisschen zusammengewürfelt werden. Wie das dann umgesetzt wird, müssen wir sehen. Aber die Fähigkeiten sind krass. Und vielleicht klingt das alles ein bisschen nach wilder Theorie von mir, aber es könnte Sinn machen, weil jetzt eine neue Support-Legende in Season 19, jetzt natürlich erst in 3 Monaten und kurz danach wieder, weil Uplink vor Release scheinbar steht mit einem anderen Namen, macht es vielleicht Sinn, was ich hier mir zusammenspinne. Aber die passive Fähigkeit, darüber müssen wir jetzt reden. Und das ist meiner Meinung nach, wenn sie so kommt, die stärkste passive Fähigkeit seit Release von Apex Legends. Du bekommst, aber nur du als Uplink oder wie auch immer die Legende heißen wird, bekommst du 25% von Heileffekten deiner Teammates. Das heißt, egal welcher Teammate sich gerade vielleicht eine Schildzelle reinzieht, eine Batterie, eine Spritze, ein Phoenix-Kit, vielleicht auch die Lifeline-Drohne, das könnte auch sein, du bekommst immer 25% auf dich drauf. Du musst aber in einem bestimmten Umkreis deiner Teammates sein und das finde ich einfach unfassbar heftig krass. Du musst dich wahrscheinlich im Fight fast kaum selber heilen und musst dementsprechend auch wenig mit dir rumschleppen. Das stelle ich mir extrem stark vor. Die taktische Fähigkeit ist so ein bisschen wie die Lifeline-Drohne. Es gibt auch geleaktes Gameplay. Das habe ich mir für hier jetzt gespart. Das geleakte Gameplay, die taktische Fähigkeit sieht genauso aus wie die Heildrohne von Lifeline. Könnt ihr mir sogar vorstellen, dass es vielleicht genauso aussieht. Bloß, dass sie Schilde heilt
und nicht Lebenspunkte. Und die Schilddrohne kann ebenfalls reviven. Und das Besondere, und das finde ich richtig geil, deswegen hoffe ich, dass vielleicht irgendwann die Perks aus der mobilen Version ins Spiel finden. Das ist meiner Meinung nach eine mega geile Idee eigentlich. Denn diese Drohne kann denjenigen, den du die gerade verpasst, verfolgen. Und das ist auch ein Perk von Lifeline in der mobilen Version gewesen, wenn du den gewählt hast. Dass die Drohne dich verfolgt oder dem, den sie gerade heilt. Mega geil eigentlich. Und die ultimative Fähigkeit ist auch extrem heftig, nur da bin ich mit der Umsetzung nicht ganz im Klaren, wie das funktionieren soll. Immortality Relay Beacon. Du knallst irgendein Device raus, ein Satellit oder so, der einen gewissen Wirkungsbereich hat und diesen Wirkungsbereich kannst du nicht gedownt werden. Du behältst wahrscheinlich dauerhaft so lange, bis das Ding kaputt ist oder die Zeit abgelaufen ist. Ich glaube, das Ding soll 45 Sekunden halten. So lange hast du wahrscheinlich die ganze Zeit 1 HP und kannst dich dumm und dämlich ballern. Wir können aber davon ausgehen, dass dieses Device dann wahrscheinlich relativ schnell zerstört werden kann. Und diese Fähigkeiten, sind wir ganz ehrlich, alle zusammen klingen nach einer unfassbar krassen Legende. Und genau deswegen glaube ich, vielleicht so ein bisschen die Theorie, dass diese beiden Legenden jetzt zusammengewürfelt werden und in Season 19 released werden. Das ist aber wirklich nur reines Gespinne jetzt von mir, weil ja, wie gesagt, Uplink unter einem anderen Namen kommen soll. Und ich glaube nicht, dass wir in Season 19 eine Support-Legende bekommen und eine Season später wieder eine Support-Legende. Klar, wir hatten schon einige angreifende Legenden, da gab es auch 2 Seasons hintereinander eine Charakterklasse, angreifende Legende und danach gleich nochmal eine Angreiferlegende. Alles möglich, alles kann, nichts muss, ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich hoffe, ihr konntet mir halbwegs folgen, weil das alles ein bisschen crazy in meinem Kopf gerade ist. Aber ich finde es irgendwie geil und ich hoffe, dass Uplink definitiv bald kommt. Das wäre auf jeden Fall eine absolut starke Geschichte. Das war es jetzt soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.